Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht? Willkommen zurück zu Order and Chaos Online. Wir haben beim letzten Mal den Auftrag bekommen, mit einem gewissen Herren zu sprechen, um uns einen Resonanzstein herstellen zu lassen. Und der Typ müsste hier drin sein, oder? Bist du der Typ? Ah, schaut mal an. Ich bin Harustri. Warum bist du hier, Magier? Du bist kein Arister. Ja, Master hat mich hierher geschickt, um, wegen des Resonanzsteins, du Bitch. Hallo? Ah, okay. Gut. Dann müssen wir nun wieder mit einem anderen Typ hier reden. Und zwar müsste das dieser Typ sein. Hi, nice day. Und sein Name ist Gishadin. Genau, so war der Name von ihm. Resonanzstein, ursprünglicher Resonanzstein. 1 von 1. Selbst der mächtigste Erzpsion braucht mindestens einen Monat, um einen echten Resonanzstein zu erschaffen. Gishadin bricht den ursprünglichen Resonanzstein in Stücke, zeigt dir eines davon und liest einen Zauberspruch. Ja, das war in Klammern und war halt so gedacht. Mäßig. Das sollte für deine Zwecke genügen. Sollte Harustri jemals etwas zustoßen, wäre dieses Wissen für immer vergessen. Ich hoffe, es passiert ihm nichts, sonst war das der letzte Resonanzstein der Arister. Okay. Zerstöre mit dem Resonanzstein den Psionturm der Beschränkung. Der nächste Psionturm... Der Turm der Beschränkung wacht über die Sande der Nordinsel. Folge der Strafe durch den... Der Strafe? Nicht der Straße? Folge der Straße durch den Hafen, bis du ein Gebiet mit Wasser und einer zerfallenen Brücke erreicht. Der verwunschene Turm steht im Norden dieses Gebiets. Verwende diesen modifizierten Stein im Turm. Das sollte den Turm zerstören und so die Macht des Einzigen schwächen. Kehre zu mir zurück, wenn es ausgeführt ist. Yes, aber hatte ich denn nicht noch eine andere Quest? Mal schauen, erstmal zur Kiste gehen. Ich wollte ja noch mein Geschenk mitnehmen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Mal schauen. Da ist es. Alles klar. Gut. Dann schauen wir uns erstmal um. Na? Machen die Kiste auf. Oder das Geschenk, besser gesagt, ne? Arista Bärengeist-Emblem. Oh, wie cool. Oh, das ist so ein cooler, das ist so ein cooles Reittier, ne? Ich finde das so cool. Der ist noch cooler als das Pferd, Mann. Oh, ist der geil. Wie ich den liebe. Beschwöre einen Arista Bärengeist, um ihn zu reiten. Geschwindigkeit plus 30%, Stabilität 40. Hält 3 Tage. In-game. Oh, wie geil. Mhm. Okay. Gut, die Schuhe brauchen wir jetzt nicht unbedingt, oder? Obwohl, mehr Rüstung. Ziehen wir mal an. Machen wir mal. So, damit können wir die Kiste auch zurückgeben. Oder das Geschenk, besser gesagt. Level 37 fürs nächste. Alles klar. Dann wissen wir ja Bescheid. Alles klar. So, wie gesagt, ich habe hier aber noch irgendwo eine Quest gehabt. Die müsste sich auch hier irgendwo befinden, beim Meer. War das nicht so? Da war doch mal irgendwas. Hatte ich jedenfalls so eine Vermutung gehabt. Danke, Rainer Flo. Ja, ich schreibe jetzt noch immer hier, danke. Für gewöhnlich, beantworte ich jetzt nichts mehr, was man mir schreibt. Besonders, kann ich dir helfen, mäßig? Weil ich sag so oft in Let's Plays, dass ihr mir nicht helfen müsst. Und in ganzen Parts auch. Und, naja. So, aber hier irgendwo müsste doch diese Quest sein, oder nicht? Hier irgendwo. Das war irgendwo so eine Meeresquest. Ich schau mal nach. Nein. Steinflügelplünderer. Ah, die war aber nicht hier. Die war oberhalb. Da, wo auch die Arista-Gedöns-Spastis waren. Aber jetzt erstmal hier diese Landhaie töten. Diese Landküstenhaie. Salzwasserlandhaie. Okay, dann halt so. Ich glaube, die haben nämlich ein Item für uns, was wir... Oder Quest-Gegenstände, die wir brauchen. Landhaihaut. Jupp. Alles klar, kümmern wir uns mal um die. Wir reißen deren Haut raus. Krass, Alter. Boah, die sterben ja schnell.
Die sterben ja echt schnell, Alter. Fuck, sind die schwach. Was geht bei denen? Ey, die sterben ja wirklich schnell. Und die machen auch kaum Damage. Gut, ich habe mein Energiefeld angehabt, aber trotzdem. Trotzdem nicht schlecht. Ihr seht, ich mache mal einen Feuerball und dann eine Druckwelle und das Ding ist einfach tot. Halbtot. Ziemlich cool. So, jetzt erstmal wieder ein Frostblitz, weil wir es uns leisten können. Und dann wieder eine Druckwelle und bam! Da ist er tot. Das arme Rindvieh, du. Ja. Aber weißt du was, ich mache jetzt auch noch gleich mal ein Energiefeld an, weil... Warum denn nicht? Super. Quest ist schon erfüllt, können wir jetzt auch direkt abgeben. Bevor wir das aber machen, meine lieben Freunde und Kinderchens, würde ich sagen, laufen wir hoch und machen die andere Quest nochmal mit den Flügel irgendwas. Da war irgendwas mit Flügeln. Moment mal. Steinflügelplünderer, ja. Wir machen die Quest erstmal, bevor wir das hier abgeben. Dann geben wir nämlich gleich zwei Quests ab und können dann somit ein bisschen knackige Sachen erledigen. Aber vorher würde ich sagen, schauen wir nochmal in die Lotterie rein. Die zweite Kiste ist ja für Level 35 gedacht. Das heißt, in einigen Parts dürften wir sogar an den Stuff drankommen. Und dürften auch wieder eine Lotterie ziehen, weil seht, du musst Level 35 erreichen und wir haben Level... Ja... Level 31, das ist relativ cool. Alles klar. Ja, der Weg ist auch der gleiche, wie auch schon zu den Arista, wie hießen die nochmal? Ihr wisst, wen ich meine, oder? Ich würde sagen, wir nutzen dafür aber den Arista-Bären, weil der geil ist. Schaut mal. Boah, ich glaube, ich mache da... Ja, Mann, das wird das Thumbnail. Ich stelle mich jetzt hier hin. Mach gefälligst eine gute Aufnahme, Mann. Ich finde den so cool. Der ist so cool, der Typ. Besonders, der ist viel schneller als das Pferd. Der ist echt viel schneller als das Pferd, Mann. So, wie hießen die nochmal? Kann ich nachschauen? Felstätowierter Störenfried. Ja, die heißen auch manchmal Arista Störenfried und sowas. Aber im Grunde... Passt das. So, da haben wir diese Steinflügelplünderer. Das sind relative Lappen. Und das passt auf jeden Fall. Ich mache mal Energiefeld an. Und greife dieses Mistvieh an. So ist es gedacht. So muss es sein. So, komm her. Boah, die fressen aber auch ziemlich schnell. Krass, ey. Ich habe nicht mal meinen Crit-Zauber an. Heftig. So. Gut, ja, wir müssen die einfach nur töten. Das ist kein Problem. Und wir kriegen 258 Erfahrungspunkte pro Kopf. Okay. Ich kann jetzt nicht quasi beurteilen, ob das gut oder schlecht ist, aber denke mal, das wird schon passen. Oh, aber der hier hält einige Angriffe von uns sehr krass stand. Bringt ihm aber auch wenig. Ja, es gibt echt manchmal so Typen, die halten echt krass durch. So, da hinten ist doch schon der nächste. Den krallen wir uns auch gleich direkt. Und was haben wir da? Ah, 20% mehr EP für besiegte Gegner. Ey, das ist ja cool. Wisst ihr was? Da mache ich direkt mal noch was an. Und zwar... Heiliger Segen. Jetzt müssen wir sogar 40% mehr Dings bekommen, oder? Ist das nicht so? Ja, das heißt, wir kriegen jetzt 40% mehr Erfahrungspunkte. Das ist krass, oder? Das heißt, wir können ja jetzt richtig krass aufleveln. Ja, 365 EP. Ey, krass. Das ist echt viel. Wow. Wir würden normalerweise wahrscheinlich so 180 um die 200 bekommen. Jetzt haben wir 360 oder sowas. Alter, das ist echt krass. Das lohnt sich besonders bei so Sachen. Wo du auch viele Gegner töten musst. Das lohnt sich richtig. Ich würde auch sagen, nach diesem Part werde ich erstmal ein bisschen offscreen leveln.
Wegen diesen ganzen Effekten, weil das brauche ich einfach, Alter. Ich denke, ich werde mich, bevor wir jetzt diesen Resonanzstein-Scheiß machen, erstmal auf Level 32, 33 trainieren. Da werde ich mich hier abends hinsetzen und ein bisschen, ja, hier an dieser Stelle trainieren. Würde ich sagen. Und ein bisschen Gegner töten. So ist das halt einfach, ne? So muss es gemacht werden. Gut, 8 von denen sind schon ein bisschen gestorben. Das ist doch sehr schön. Und die sind alle platt, ne? Alle platt. Könnt ihr mal bitte respawnen? Das wäre ziemlich cool von euch. Sie wollen nicht respawnen. Sie wollen lieber sterben und tot bleiben. Okay. Cool. Ach ja, und ich habe halt noch mehr von diesen heiligen Segen in der Kiste. Wisst ihr noch? Ihr habt es wahrscheinlich eben gesehen. Ah, da unten sind ja auch noch welche. Sagt das doch. So, ich würde sagen, ich teile mir die Arbeit. Spare mir die Zeit. So, erstmal zack. Und bang. Und bang. Vielen Dank. Ihr seht, guckt mal, wie mein Erfahrungsbalken steigt. Da war eben noch bei der Hälfte. Jetzt ist das schon ungefähr wieder so einen üppigen Balken mehr voll. Gut, und bei denen mache ich nochmal genau das gleiche. Diesmal halt nur ein bisschen mit Crit, damit die nicht so schnell Schaden raushauen können, diese Flachzangen. So. Oh fuck, und es gibt kräftigen Schaden für mich, aber auch kräftigen Schaden für die. Wie seht, so sparst du dir halt echt Zeit. Das ist halt echt so. So, bei denen nochmal genau das gleiche, würde ich sagen. Ich habe ja diesmal wieder meinen Frostblitz. Oder Froststrahl. Die ein oder anderen dazu würden jetzt Permafrost sagen. Aber passt schon. So. Dann sterbst du auch noch bitte. Dankeschön. Oh, wir haben es. Das ging relativ fix, Alter. Sehr schön. So muss das sein. Gut, ich würde sagen, wir nehmen eine Abkürzung nach da unten. Oh fuck, oh fuck. Oh, jetzt stirbt mir hier nicht weg. diese Physik hier. Du bleibst halt kurz stehen, dann stirbst du einfach. Das ist so dumm. Alter. So. Hello. Gute Arbeit, Magier. Ja, was nehme ich mir für Handschuhe weg? Ich würde sagen... Ja, die mit mehr Rüstung halt, ne? Gönne ich mir halt. Wir müssen jetzt nämlich ein bisschen mehr auf Rüstung bauen. Stärke und Ausdauer. Ja, Stärke ist eigentlich nichts für uns, ne? Aber die Rüstung und die Ausdauer halt, ne? Da müssen wir jetzt mal ein bisschen auf die Weisheit scheißen. So. Juhu! Cooler Bär! So, wo kann man die andere Quest nochmal abgeben? Wo war die? Lass uns das mal auf der Karte anzeigen. Hallo? Wahrscheinlich irgendwie da hinten. Der Quest-Dude wird schon auftauchen, glaubt mir. Oder nicht? Oder doch? Yay, jetzt geht die Sucherei los. Hurra! Toll. Bin ich nicht eben an dir vorbeigegangen? Nein, aber perfekt. Gut, alles relativ kurze Quests oder kurze Vorlesequests, ne? So viel habe ich jetzt auch nicht vorgelesen. Und ihr seht, ich bin schon fast Level 32, Alter. Das ist echt krass. Das ist heftig. So, jetzt ist die Frage, was machen wir noch in diesem Part? Was fangen wir hier noch an? Wir können schauen. Uiuiui. Wir können mal nachschauen. Ist das ein Einhandstab? Ja, ne? Oder beidhändig, ne? Nee, beidhändig ist er. Okay. Ja, wir können mal nachschauen, ob hier vielleicht nicht noch eine Quest aufgetaucht ist irgendwie. Möglicherweise. Wenn sie dann Bock hätte, uns Quests zu geben. Der eine schon mal nicht, der ist arbeitslos. Hey, das ist nicht fair. Nicht so fies. Okay, sorry. Ja gut, ansonsten hier schon echt nichts zu sein, ne?
Nee, ich denke nicht. Nur tägliche Quests und anderen Stuff, den man hier nicht braucht. Ja gut, dann würde ich sagen, Leute, beende ich jetzt an der Stelle mal den Part. Etwas kürzer, ja, das muss man sagen, aber ich will auch jetzt erstmal ein bisschen trainieren, bevor es hoch oben zum Resonanzstein geht, also zum Turm, zum Psion-Turm, in welchem ich den Resonanzstein benutzen muss. Von daher würde ich sagen, wir gehen im nächsten Part in den Psion-Turm der Beschränkung und setzen den, ja, und setzen den Resonanzstein ein, um diesen Turm zu zerstören. Also, haut rein! Ciao!